Freut mich sehr, Isabella Keller-Koller, dich heute hier zu haben. Deine Anknüpfungspunkte an Mentorate sind verschiedener Natur. Einerseits klärst du ab, machst Intelligenzdiagnostiken und empfiehlst in diesem Zusammenhang Mentorate. Du arbeitest bei der Stadt Winterthur im Exploratio in Pullouts. Manchmal gibt es auch dort Mentorate und du hast Erfahrungen in Begleitung von Mentoraten. Herzlich willkommen. Okay, herzlich willkommen auch dir. Welche Beobachtung machst du im Rahmen von Begabungsabklären, wo du merkst, Mentorate sind eine gute Form der Begleitung? Also Abklärungen sind eigentlich meist dann gefragt, wenn irgendein Misfit beim Kind besteht, dass ein Kind, das entweder in der Schule auffällig ist oder leidet oder eben zu Hause leidet oder auffällig ist, aggressiv ist, und die Eltern oder die Schule oder Eltern und Schule merken, irgendetwas stimmt da nicht. Oftmals besteht bereits eine längere Leidenszeit, bis dann so nach dem Ausschlussprinzip eine Abklärung stattfindet. Dort empfehle ich eigentlich oft oder fast immer, weil ich denke, das tut allen Kindern gut, so wirklich in Beziehung zu sein, in der 1-zu-1-Beziehung gefördert zu werden, mit seinen Stärken und Fähigkeiten akzeptiert oder eben auch willkommen zu sein. Ganz speziell finde ich es aber dann gewinnbringend, wenn ein Kind eben keine Motivation mehr hat, minder leistet, wenn das Gehirn so auf Sparflamme läuft, wenn es extrem leidet, eben kein Selbstvertrauen mehr hat, so in diesen Situationen, dann finde ich es wirklich angezeigt. Und welche Themen kommen dann in diesen Mentoraten vor? Das können ganz verschiedene Themen sein. Oft ist es so entsprechend den Schulfächern, also in der Mathe finde ich so Mathe-Forschungshefte, so das forschende Lernen in der Mathe eine gute Möglichkeit, aber auch selber Aufgaben zu entwickeln. Fermi-Aufgaben eignen sich da sehr gut. Überhaupt ebenso das Kreative mit einzubeziehen. In der Sprache kann das selber ein Bilderbuch zeichnen und schreiben sein, eine Lesespur, die eben dann so das vernetzte logische Denken auch mit den sprachlichen Fähigkeiten kombiniert. Mit einem Kind habe ich einmal eine Lesekiste gemacht, also der hat dann zu jedem Kapitel vom Buch so einen Satz geschrieben, sich einen Gegenstand überlegt und das dann auch der Klasse vorgestellt. Ich finde es sehr gewinnbringend, wenn das Mentorat irgendwie auch in die Schule zurückfließt, etwas Gemeinsames stattfindet. Dann hatte ich aber auch ein Kind, der hat die Weltkriege verglichen. Welche Waffen wurden da verwendet? Wie waren die Truppengrößen? Wie haben sich Sachen aus dem Ersten Weltkrieg im Zweiten dann wieder ausgewirkt? Wie waren die Folgen und so weiter? Du sagst so, am Anfang ist es manchmal auch so, dass eben die Einschätzung der Situation von Schule und Eltern so unterschiedlich sind. Welche Beobachtung machen dann die Lehrpersonen in der Schule? Das ist ganz verschieden, je nachdem, wie die Lehrperson da mit im Boot ist. Also es gibt Lehrpersonen, die sind da sehr interessiert. Was kommt da heraus und was können sie tun? Die beobachten sehr sorgfältig, die ja, nehmen das Kind oft auf ihre Art wahr. Es ist nicht immer das Gleiche wie die Eltern, aber trotzdem, da merkt man, die spüren eine Essenz heraus. Und dann gibt es die eigentlich erstaunt sind auch, dass die Eltern da so eine Begabungsabklärung machen wollen und die Fähigkeiten eigentlich ganz anders einordnen oder eben vielleicht, also weil das Kind es nicht zeigt oder vielleicht wirklich, weil sie es nicht sehen. Oft ist so die Kreativität, finde ich immer eine spannende Frage. Wie schätzen Sie die Kreativität ein? Wenn ich dann Kinder in der Abklärung als sehr kreativ erlebe, das, oder das kreative Denken in verschiedenen Aspekten sehe, und die Schule sieht das überhaupt nicht. Da gehe ich dann oft davon aus, dass eben der Unterricht in der Schule diese Kreativität gar nicht zulässt und deshalb diese Lehrperson das gar nicht sehen kann. Dann hast du im Vorfeld erzählt, dass auch manchmal Mentorate in der Begabtenförderung im Exploratio Winterthur vorkommen. Was sind das für Situationen, wo Mentorate dann
gestaltet werden mit Kindern? Es ist eigentlich ähnlich wie die, die ich in der Praxis empfehle. Also Kinder, die durch ihre Fähigkeiten, ihre Begabungen eben nicht mehr passend gefördert werden können. Eine Kollegin von mir, die hatte ein Mädchen, das hat in der ersten oder zweiten Klasse schon wie ein Fünftklasskind rechnen oder eben sich mit mathematischen Problemen auseinandersetzen können. Da war die Schule so überfordert, dass eben dann da ein 1-zu-1-Setting eigentlich stattfand. Oder eben Kinder, die minder leisten, also die ihre Leistung wirklich nicht mehr zeigen können, auffällig sind in der Schule oder eben wirklich ein extremer Leidensdruck da ist, dann finden immer wieder so 1-zu-1-Setting statt. Durch unsere wenigen Ressourcen können wir da nicht über längere Zeit so Einzelmentorate anbieten, aber über eine kürzere Zeit geht das oder sonst so eine regelmäßige, aber mit Abständen Begleitung, so alle 2 bis 3 Wochen oder vielleicht auch nur einmal im Monat, was aber dann trotzdem schon viel bewirken kann. Und dann hast du mir auch erzählt, dass du manchmal auch Mentorate selber begleitest. Was sind deine Erfahrungen und Beobachtungen dort? Ich finde es extrem gewinnbringend. Die Kinder kommen sehr motiviert. Sie erleben manchmal erneut oder vielleicht sogar das erste Mal, dass man sich für ihre Fähigkeiten interessiert und eben nicht nur für das, wo sie auffällig sind oder was sie eben nicht können. Die merken, was das bringt, wenn sie Flow erleben dürfen, wenn sie da wirklich in anderen Sphären sich bewegen können, dass sie länger an einem Thema auch arbeiten können, dass ihr Selbstbewusstsein gestärkt wird, dass sie aber auch Selbstwirksamkeit erleben können. Das, finde ich, sind so die zentralen Punkte. Isabella, herzlichen Dank für deine Beobachtung, deine Erfahrung aus den verschiedensten Facetten. Das war sehr spannend. Herzlichen Dank dir.